Ladies and Gentlemen, ich wurde entführt. Aber nicht von irgendeiner Person, sondern einfach von einem komplett verrückten Fanmädchen. Und wie genau es dazu gekommen ist und was dieses Mädchen überhaupt von mir möchte, seht ihr in der heutigen Folge. Deshalb schaut euch das Ganze wie immer bis zum Ende an. Vergesst auch nicht, das Video zu liken und wenn ihr neu seid, abonniert den Kanal. Und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge GTA 5! Okay, Freunde, here we go. Wir haben ein kleines Problem. Also, ich meine, ich bin hier gerade im Park am Spazieren. Es sieht vielleicht auf den ersten Blick hier noch alles ganz normal aus. Aber seit ungefähr einer Stunde verfolgt mich irgendwie so ein Mädchen, Leute. Und ich weiß wirklich nicht, was sie von mir will. Ich kenne sie auch nicht. Ich habe dieses Mädchen noch nie in meinem gesamten Leben einmal gesehen. Und genau aus dem Grund ist es auch umso gruseliger, dass sie mich einfach die ganze Zeit verfolgt. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich den Spaziergang einfach abbreche und einfach jetzt zurück zum Auto laufe und einfach direkt nach Hause fahre. Ich meine, ja, vielleicht lacht die mich jetzt aus und sagt so, hä, was hast du denn? Ist da nichts Schlimmes? Aber ich sage euch ehrlich, es ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn man fast seit einer Stunde von derselben Person einfach verfolgt wird. Und falls ihr mir jetzt nicht glauben solltet, ich zeige euch das mal ganz kurz. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach jetzt random hier oben langlaufe, da wo eigentlich kein Mensch ist, dann seht euch das an. Die läuft mir einfach wirklich hinterher. Ihr seht, ich bin hier gerade mitten auf so einer Müllhalde gefühlt. Und die kommt einfach hinterhergelaufen. Seht ihr das, Leute? Glaubt ihr mir jetzt? Das ist einfach eine Stalkerin, Mann. Ich habe keine Ahnung, was sie von mir will. Und deshalb laufen wir jetzt auch, wie gesagt, ganz schnell zum Auto. Wir müssen hier weg. Das ist langsam echt zu gruselig, Mann. So, das heißt, einmal hier ganz schnell um die Ecke. Weil ihr seht, ich habe hier vorne mein Auto geparkt. Ich gehe da jetzt ganz schnell rein und dann verschwinden wir. Weil ihr seht es, die kommt einfach gelaufen. Ich weiß nicht, was sie von mir will, aber ich mache jetzt hier so einen Abgang. Mädchen, du kannst mich mal. Wir sehen uns später, ja? Auf Wiedersehen. Digga, ey, Leute, Gott sei Dank sind wir endlich im Auto drin und können hier durchziehen. Weil ich sage euch ehrlich, ich habe mir langsam schon ein bisschen eingekackt. Deswegen, wir fahren jetzt einfach ganz schnell nach Hause. Und ich glaube, dann trinke ich auch erstmal einen richtig fetten Kaffee, um hier wieder ein bisschen runterzukommen. So, das heißt, wir geben jetzt direkt Kickdown mit dem Lamborghini. Let's go, Leute. Oh mein Gott. Was mache ich denn, Junge? Einfach alles geschrottet, Junge. Ich bin so kacke. Warte mal, Digga, was ist das denn? Hä? Digga, Leute? Warte mal ganz kurz, was ist das denn? Ey, nein, bitte sag nicht. Freunde, warte mal, ich bieg mal hier schnell links ab. Ich muss hier zwar eigentlich nicht lang, aber ich will mal was gucken. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Bro. Ey, ich hab grad übel Schiss. Digga, checkt hier das, Freunde. Guck mal hinter mich. Da hast du eine G-Klasse, so eine pinke. Die verfolgt mich schon wieder. Ey, nein, 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 nein. Ey, Bro, bitte, das kann doch jetzt nicht sein. Ey, Leute, ich bin ja vor diesem Mädchen abgehauen. Ich dachte echt, wir wären sie los. Aber ich glaube... Ist sie das? Ich bin mir nicht sicher. Ich erkenne es halt nicht, weil die Scheiben so dunkel sind. Okay, wir fahren mal jetzt hier lang. Hier ist zwar eigentlich rot. Das heißt, wenn sie jetzt auch fährt... Ja, sie fährt auch einfach bei rot. Oh mein Gott, Bro. Nein, 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 nein. Ey, das kann nicht sein, Freunde. Irgendwas. No joke. Irgendwas stimmt hier nicht. Ey, ich krieg gerade echt ein bisschen Paranoia. Junge, guck mal, die verfolgt mich immer noch. Bro. Bro, was soll das denn? Hä? Was will die denn von mir, Digga? Wartet mal, ich halte jetzt einfach mal an. Ich halte einfach mal an, wir gucken, was passiert. Hier, wartet, ich halte einfach mal an. Hier, wir machen Stopp, wir bremsen einfach Vollbremsung. Und? Ey, Bruder, wie offensichtlich ist das denn? Guckt euch das mal an. Die bleibt einfach auch direkt hinter mir stehen. Okay, Freunde, vielleicht ist es Zufall. Vielleicht will sie auch einfach nur hier hoch. Man weiß es nicht, deswegen, ey, wir testen es jetzt. Und zwar drehen wir einfach um. Wir fahren einfach in die andere Richtung. Wir fahren einfach in die andere Richtung. Und wenn sie uns jetzt immer noch hinterherfährt, dann stimmt da irgendwas nicht. So, wir sind jetzt umgedreht. Und verfolgt sie uns noch? Okay, nicht. Oh mein Gott. Also ich sage euch ehrlich, ich hatte gerade schon wieder ein bisschen Paranoia. Aber okay, ne, kann ja mal passieren, dass jemand einfach den gleichen Weg hat. Deswegen würde ich sagen, Freunde, wir fahren jetzt einfach ganz entspannt hier nach Hause, parken das Auto in der Garage ein und dann, ich schließe alle Türen direkt ab, Fenster alles zumachen, dass wir hier direkt safe sind, falls doch noch irgendwas passiert. Na, Bruder, nein, nein, nein. Nein, Bro! Bro! Die ist schon wieder hinter mir! Hier, guckt euch das an, die ist doch mit umgedreht. Oh mein Gott, Leute.
Wir fahren jetzt so schnell nach Hause, wie es nur geht. Weil ihr seht, es ist auch gleich schon 5:30. Das heißt, es wird auch gleich dunkel. Und ich habe keinen Bock, dass mich im Dunkeln irgendjemand verfolgt. Deswegen, wir fahren jetzt so schnell nach Hause. Wir schließen alle Türen ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns direkt wieder. Okay, wir sind da, Leute. Wir sind da. Es ist mittlerweile dunkel. Das Auto verfolgt uns aber immer noch. Das heißt, wir parken jetzt schnell. Ich muss reinrennen. Oh mein Gott. 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 Rein, rein, rein. Tür abschließen, ne? Digga, Bro. Okay, okay, okay. Ganz kurz beruhigen. Digga, ey, ich hatte das noch nie hier in GTA. Dass ich einfach von irgendeiner fremden Person verfolgt werde. Ich meine, auch wenn es jetzt nur ein Mädchen ist, Leute. Aber es ist trotzdem creepy. Ich sag euch ganz ehrlich. Deswegen, ich muss mich erstmal kurz beruhigen. Ich meine, wir haben Türen abgeschlossen. Ich gucke jetzt mal, dass ich mir jetzt hier irgendwie vielleicht noch einen Kaffee oder irgendwas mache. Warte mal. Mein Laptop hat gerade einen Ton gemacht. Aber warum ist der aufgeklappt? Ich habe den Laptop eigentlich zugemacht, bevor ich los bin. Okay, warum ist der auf? Ich guck mal ganz kurz rein. Hä, und ihr seht's auch, da steht hier neue Nachricht. Hä, wer schickt mir hier eine Nachricht, Digga? Bro, das ist gerade alles so geisteskrank komisch. Ich öffne das mal ganz kurz. So, okay, ich hab das mal geöffnet. Bruder, was ist das denn? Digga, hier ist ja alles voll mit Herzen, Bro. Was steht da? Ich liebe dich. Wow, wow, wow. Okay, okay, warte mal. Irgendjemand hat mir einen Liebesbrief geschrieben, Leute. Digga, meint ihr, das hat irgendwas mit dem Mädchen zu tun, was uns die ganze Zeit verfolgt? Weil wenn ja, dann ist es auf jeden Fall geisteskrank. Geisteskrank, komisch, warte mal. Habt ihr das auch gerade gehört? Das klang wie, als hätte gerade jemand hier irgendwie eine Glasscheibe oder sowas kaputt gemacht. Ey, Bro, wer auch immer das ist, hör auf, solche Spiele mit mir zu spielen. Das ist nicht lustig, Mann. Das kam von unten, Leute. Ey, also jetzt kacke ich mir gleich wirklich ein bisschen ein. Hallo? Ist hier jemand? Warte mal, warum ist die Tür vom Badezimmer auf? Bevor ich das Haus verlasse, Leute, mache ich hier immer alle Türen zu. Oh nein, bitte. Ey, bitte. Mädchen, was auch immer du von mir willst, bitte lass mich einfach in Ruhe. Komm schon. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Nein, die Terrassentür ist auf. Das muss ja bedeuten, dass irgendjemand im Haus ist, Leute. Also ich sag ehrlich, wenn hier jemand sein sollte, dann komm jetzt raus. Oder ich werde zu dir kommen. Oh Mann, ich hab ein bisschen Angst im Dunkeln. Abends allein zu Hause. Also ich sag's jetzt genau noch ein letztes Mal. Wenn ihr wer sein sollte, dann komm sofort raus, oder? Oder? Wartet mal. Chop? Chop? Was hat sie dir angetan? Freunde, guckt euch unseren Hund Chop an. Chop, bitte. Sag irgendwas, steh auf, bitte, Chop. Oh nein, das gibt's nicht, Freunde. Jemand hat Chop einfach umgebracht. Junge, wie kann man nur so gemein sein? Freunde, an der Stelle alle mal ein Hashtag Rest in Peace für Chop in die Kommentare. Mann, er war mein bester Freund. Wer auch immer das war, du bist ein Monster. Ein Monster bist du, hörst du? Aber Leute, was ist, wenn das alles nur Teil einer Ablenkung war? Ich das jetzt... Digga, was? Was ist passiert? Leute! Ey! Junge, die hat uns einfach niedergehauen und jetzt nimmt die mich mit. Ey, hallo! Lass mich mal wieder runter! Digga, was geht hier ab? Junge, die nimmt uns einfach mit. Freunde, was ist denn jetzt passiert? Junge, die stand auf einmal hinter uns, hat uns eins auf den Kopf gehauen und jetzt nimmt die uns einfach mit. Digga, wir werden einfach gerade wirklich von einem Mädchen entführt. Junge, was soll das? Hallo, lass mich runter, Mann. Digga, die hört doch nicht auf mich. Junge, du sollst mich runterlassen, ne? Ja! Digga, was hat die vor, Leute? Digga, die macht ihren Kofferraum auf. Ey, nein, 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 ey, hallo, hallo, hallo! Digga, nein. Ey, Freunde, die will mich doch jetzt nicht etwa in ihren Kofferraum reinpacken. Hallo, hallo! Die hat uns gerade in ihr Auto reingepackt. Digga, was macht die mit uns? Freunde, was passiert hier gerade? Junge, ich liege jetzt einfach bei hier hinten im Auto drin. Wir werden gerade einfach von dem Mädchen entführt. Okay, wir müssen uns ganz kurz beruhigen. Leute,
Also, ganz kurz, wir haben ja jetzt anscheinend ein bisschen Fahrt vor uns, weil wir jetzt einfach gerade von einem Mädchen entführt werden. Wo auch immer sie uns jetzt hinbringt. Digga, es ist auch stockdunkel, ne? Man sieht auch gar nichts. Oh mein Meister, das ist einfach ein Reh gewesen, ne? Aber, ne, ihr habt ja auch gesehen, bei meinem Laptop war irgend so eine Nachricht mit ganz vielen Herzen, wo es so stand, ich liebe dich und so. So, und jetzt werden wir einfach gerade entführt, Junge. Ey, Leute, ich muss mich irgendwie bemerkbar machen. Okay, wartet, ich versuche mal gegen die Tür zu hauen, Leute. Ja, genau so. Lass mich raus! Hilfe, hallo! Junge, ihr müsst mir helfen. Blaues Auto, bitte helf mir! Ach, Digga, die hören mich alle nicht. Hallo, bitte. Irgendjemand muss mir doch helfen. Hallo, bitte. Ey, bitte, ich bin zu jung, um zu sterben, Mann. Hey, wo bringt die mich hin? Und seit wann kann man überhaupt in GTA 5 entführt werden, Leute? Digga, okay. Freunde, uns bleibt jetzt nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu schauen, was sie mit uns vorhat. Weil ihr seht, die ist vorne immer noch am Fahren. Vor allem, die sieht auch noch nicht alt aus, ne? Digga, das macht gar keinen Sinn alles. Digga, Leute, ey, ich kann nicht mehr, Junge. Wir sind jetzt gefühlt schon seit 4 Stunden am Fahren. Die ist hier mittlerweile irgendwo nirgendwo, Bro. Digga, wo fährt die hin, Alter? Ey, was ist denn das? Ja, Leute, die fährt hier irgendwo rein. Warte mal, hallo? Wo sind wir? Digga, hier findet mich doch kein Mensch, Leute. Junge, wo fährt sie hin? Lass mich jetzt mal raus hier aus deinem Auto, Mann. Ey, wir sind hier echt wirklich... Warte mal, Bruder, was ist das denn? Junge, die fährt uns in irgendein Geheimversteck rein. Ey, bitte lass mich doch jetzt raus, Mann, bitte. Ja, aber okay, warte, was macht sie? Freunde, sie ist ausgestiegen. Ey, ich glaube, sie holt uns aus dem Auto raus. Junge, es wird Zeit, dass du mich hier rausholst, Mann. Komm, hol mich raus, bitte. Ja! Ah! Oh mein Gott, sie hat uns, Freunde. Digga, was macht die mit uns? Ich check das nicht. Warum werde ich denn entführt? Ich habe doch niemandem was getan, Mann. Digga, wo bringt die uns hin? Sag mal, kannst du überhaupt reden? Hallo? Ich rede mit dir. Wo bringst du mich hin, Mädchen? Digga, die gibt mir einfach keine Antwort. Perfekt. Vor allem, die hat hier auch irgendwie so... So ein Geheimraum, ne? Ey, die willst du doch nicht wirklich hier einsperren jetzt, oder? Hallo? Hallo, bitte lass mich doch runter. Ich hab doch niemandem was getan, Mann. Ey. Hey. Hallo, hallo, entspann dich mal. Du musst mich jetzt hier nicht gleich in den Knast einsperren, ja? Ey, was macht die mit mir? Junge. Hey, Mann, heb mich doch wieder auf. Was soll das denn? Ey, was macht die, Freunde? Hä? Ich will dir jetzt eine Maske aufziehen. Wie eine Maske? Nein, ich will keine Maske. Hallo? Hey, komm schon, bitte. Nein. Junge, ich sehe fast gar nichts mehr. Hallo? Junge, es gefühlt alles schwarz. Ich sehe nichts mehr, Junge. Junge, was macht die mit mir? Hallo? Freunde, Junge, ich sehe nichts mehr. Digga, ich kann echt nur so aus dem Augenwinkel erkennen, dass wir irgendwie jetzt hier in so einer Zelle drin sind oder so, Junge. Warum tust du mir das an, bitte? Endlich habe ich ihn. Digga, wir können nicht länger diese Maske aufhaben. Ihr seht, ich sehe gefühlt gar nichts. Aber ich glaube, sie ist noch gerade weg. Ich weiß noch nicht, was sie macht. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, weil anscheinend, ihr könnt es da oben sehen, hat die auch irgendwo Kameras hier aufgebaut, damit die immer sieht, was ich hier mache. Aber ey, ich muss mir jetzt erst so diese komische Maske vom Kopf reißen. Komm schon, wir schaffen das. Komm schon, wir müssen diese komische Schweinsmaske vom Kopf kriegen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil ihr seht, die ist fest. Ich krieg die nicht ab, Mann. Das heißt, wir müssen irgendwie einen anderen Weg suchen, um hier rauszukommen, Digga. Ey, bitte. Was ist das hier überhaupt? Wie, Bruder, wo bin ich? Und vor allem, warum hat die mich hier eingesperrt, Junge? Mach auf die Kacke, Junge! Aufmachen! Ich meine natürlich Mädchen. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ich habe mittlerweile so ein bisschen die Theorie, dass das irgendwie so ein Fan-Mädchen vielleicht ist. Wir hatten ja so eine E-Mail beziehungsweise so eine Nachricht, wo stand, ich liebe dich. Und jetzt hat sie uns entführt und meinte auch irgendwie so, haha, endlich hab ich ihn. Also keine Ahnung, Leute. Nur ich muss jetzt irgendwie diese komische Maske vom Kopf reißen. Komm schon. Junge, oh mein Gott. Endlich. Ich kann mir wieder nochmal atmen. Jetzt sehe ich auch ein bisschen mehr. Also ihr seht, wir sind hier echt in so einer komischen Zelle oder so. Was ist das? Wir müssen hier irgendwie raus. Aber es sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus. Also ich sehe hier gerade keine Möglichkeit, irgendwie auszubrechen. Wir können ja mal versuchen, das Tor hier nochmal kaputt zu boxen. Aber ihr seht, wir haben wirklich gar keine Chance, Junge. Ey, Junge, ist das aus Obsidian oder was? Warum geht das denn nicht kaputt, Mann? Hey, Freund, was sollen wir denn machen? Wir können doch nicht einfach von irgendeinem verrückten Fanmädchen, ne, jetzt hier eingesperrt werden. Ne? Digga, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Okay, lasst uns mal umschauen. Seht ihr vielleicht irgendetwas, was uns dabei helfen könnte, hier auszubrechen? Wenn ja, dann schreibt es jetzt mal in die Kommentare rein. Wie wäre es einfach, wenn wir versuchen zu schreien? Vielleicht hört uns ja irgendjemand. Wartet mal. Hallo! Hört mich jemand? Hilfe! Ich bin hier unten eingesperrt! Ruhe!
und versohl dir deinen Arsch. Junge, als wenn man das einfach bis hoch gehört hat. Ihr habt's gesehen, das Fanmeet da drunter geschrien. Dass wir aufhören sollen mit Schreien. Komm schon, es... Warte mal. Digga, meint ihr, wir können auf diesen kleinen Minischrank hier draufklettern? Den habe ich irgendwie voll übersehen die ganze Zeit. Digga, wenn wir da hochklettern könnten, ne? Und dann da drüber, das müsste doch an sich funktionieren, oder? Wartet mal. Ich hoffe, die bemerkt das jetzt nicht. Wir können hier nicht hoch, Digga. Oder doch? Doch, es geht. Es geht einfach. Oh mein Gott, oh, ich bin gestolpert, nein. Steh auf. Wir müssen so schnell wie möglich raus hier. Oh nein. Nein, hier ist ein Zahlencode. Leute, hat sich einer von euch vielleicht den Zahlencode gemerkt? Falls er den gesehen hat beim Eingeben, weil ohne den kommen wir halt hier nicht raus. Ey, es muss doch irgendwo einen Hinweis geben, ey. Ich sag euch ehrlich, ich hätte das niemals gedacht, dass wir einfach mal von einem Mädchen entführt werden. Aber ihr seht, für alles gibt es ein erstes Mal. Aber guck mal, Detektiv Lumex sieht hier am PC was offen. Guck mal, da sind so ein paar Sachen. Vielleicht ist da ein Code mit versteckt und links sind so ein paar Zahlen. Ich probier das mal aus, wartet mal. Was stand da? 2, 4, 8, 4, 2. Es geht! Es hat funktioniert, Leute. Hä, warum schreibt man den Code auch unmittelbar hier auf dem PC, wo ich ihn lesen kann? Übel dumm. Also ihr seht, das Mädchen ist anscheinend auch nicht das Schlauste. Aber Bruder, was zur Hölle geht hier vor sich, ey? Ey, okay, warte mal. Die Tür ist Gott sei Dank auf. Die hat sie nicht abgeschlossen. Ihr seht, hier ist auch irgendwie so ein Billardtisch. Wir sind hier wirklich irgendwie komplett in so einer unterirdischen Etage oder sowas. Geht's hier lang? Was ist das denn? Junge, hier ist einfach ganz viel Gold. Und hier sind Waffen. Junge, die werden wir uns direkt alle schnappen. Digga, wir werden dieses Mädchen jetzt zur Strecke bringen, okay. Wir haben die ganzen Waffen eingesammelt, ihr seht. Hier, oh mein Gott. Digga, was ist das für eine Pumpkin? Die ist einfach aus Gold. Ey, ich werde das jetzt so heimzahlen. Junge, die hat sich hier definitiv mit dem Falschen angelegt. Niemand entführt Lumex, Junge. Okay, wo ist der Ausgang? Warte mal, da oben geht's auch lang, Leute. Meint ihr, wir können uns hier oben rausschleichen, ne? Ah, wir können es ja aufschießen, theoretisch. Wir haben ja eine Pumpkin mit einem Schalldämpfer drauf. Wartet. 3, 2, 1 und... Feuer! Es geht. Leute, wir sind draußen. Yo. Einfach so ein Kellereingang war das. Digga, aber jetzt lasst uns mal ganz kurz umschauen, wo wir hier überhaupt sind. Weil ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich das dem Mädchen zurückzahlen werde. Junge, einfach ein komplett verrücktes Fanmädchen, ne? Was mich hier einfach entführt hat. Warte mal, da sitzen Leute. Okay, lasst uns mal schauen. Soll ich die ausschalten oder was? Oh mein Gott. Digga, schaut mal, Leute. Das Mädchen ist einfach da. Die steht da. Digga, was macht die da? Ah, ich bin so froh, dass ich ihn endlich für mich ganz alleine habe. Was fasse die? Die labert irgendwas. Sie ist froh, dass sie mich für sich alleine hat. Digga, das ist hier echt viel zu viel. Digga, ich glaube, die meint das nicht mal böse. Am Ende ist das einfach so ein Fanmädchen, Leute. Was einfach komplett durchgedreht ist. Aber deswegen kann die mich doch nicht gleich hier entführen. Okay, wartet. Wir schleichen uns jetzt ran. Ey, Leute, ob ihr es wollt oder nicht, wir werden den Spieß jetzt umdrehen. Davor werden wir aber erstmal die Zeugen ausschalten. Ihr habt gar nichts gesehen. Weg mit euch! Und jetzt komm her, Mann! Auf den Boden, zack! Okay, wir haben sie, Leute, wir haben sie! Ah, lass mich los! Gar nichts fertig! Du wirst jetzt mitkommen! Ich lass mich nicht entführen, Mann! Freunde, wir haben den Spieß umgedreht! Wir haben das Mädchen einfach! Guckt das euch an, aber ey, warte mal! Warum haben wir 3 Sterne bekommen? Nein! Nein! Die schießen wieder, die kommt auf mich! Wo? Digga, woher? Ey, ich hab nicht angefangen! Die hat mich zuerst entführt! Oh nein, Leute, wir müssen die zurücklassen! Wir müssen die zurücklassen! Wir sehen uns später noch! Ich werde dir das noch zurückzahlen! Oh Mann, jetzt renn! Digga, was geht denn? Ja, Bruder, warum bekomme ich denn jetzt Sterne? Warum hat die keine Sterne bekommen? Die hat mich doch zuerst entführt, Junge. Hä? Digga, Leute, ich sag euch ehrlich, lasst euch niemals von einem Mädchen entführen. Ihr seht, was abgeht. Ich bin jetzt noch der Böse am Ende. Junge, ich muss sowas von durchziehen. Junge, du Kackhelikopter. Mach einen Abgang, Junge. Hier, ich hab den Propeller. Ich hab den Propeller, ja! Oh mein Gott, das war ein Monsterknall. Und ich glaube auch, ein paar von euch haben vergessen, dass sie einfach Chop umgebracht hat. Er war ein unschuldiger Hund. Und sie hat ihn einfach umgebracht, Leute. Mann, hört ihr mir überhaupt zu, ihr Vollidioten, Mann? Ihr wollt den Falschen verhaften. Das eigentliche Monster ist da drüben, Mann. Also wie gesagt, Freunde, legt euch wirklich niemals mit einem Mädchen in GTA 5 an. Ihr seht, was bei rauskommt, Mann. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Nimm das, Mann. Digga, guck mal, wie viele das sind. Ich glaube, wir müssen kurz die Minigun rausholen. Jetzt aber. Ja! Nimm das, ihr faulen Säcke! Oh Mann, da kommen noch Helikopter, Freunde. Aber egal, pass auf. Propeller abschießen
und machen Abgang. Er macht einfach. Er dreht sich im Kreis und. Ich glaube, das hat ein bisschen Dauer gemacht. Hey Freunde, ich sage euch ehrlich, lasst jetzt unbedingt nochmal einen Daumen nach oben da, dass wir jetzt der Polizei entkommen und ich hoffentlich nicht in den Knast kommen. Weil ich meine, eigentlich bin ich ja nicht der Böse. Ich wurde einfach von einem Mädchen entführt. Bin ausgebrochen, wollte mich wehren und jetzt habe ich hier die Polizei am Hals. Ich würde sagen, ich renne jetzt hier mein Leben und ihr lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr mehr Bock habt. Auf geht's ja 5 Videos und ansonsten, bevor ihr geht, checkt unbedingt noch eins dieser beiden Videos hier ab. Die sind auch sehr, sehr, sehr nice. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge, Freunde. Bis dahin, ich bin raus.